Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 21. Ja, ich mache schon mal hier Zettelchen ab, damit wir das nicht im Weg haben. Die 21 ist auf jeden Fall da. Und ihr seht ihn ja auch schon, unseren kleinen Deutz D30. Haben wir ja gestern soweit schon zusammengebaut. Jetzt kommen die letzten vier Häuser und ich finde ihn jetzt schon zurzeit knuffig und süß. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle ihn aber jetzt mal zur Seite. Und dann gucken wir uns den ganzen Spaß doch mal an. So. Einmal hier auf. Einmal da auf. Na? Der will nicht auf. Warum nicht? Komm her. Raus mit dir. Und wieder jede Menge Kleinteil. Ja, Großes haben wir ja jetzt auch gut verbaut. Das gibt einen Spaß. So, wir gucken jetzt mal, auf welcher Seite wir sind, weil ich weiß es gerade ernsthaft überhaupt nicht. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ja, genau, hier müssen wir hin. Alles raus, alles raus. So, hier, Schachtel ist leer. Ich zeige euch jetzt die Teile. Und das... Oh, runtergefallen. Moment. Nee, so geht das nicht. Jetzt. Nee. Also, das machen wir nicht. So, also, wir haben jetzt. Also, ich würde sagen, einmal hier die Schaltung fürs Getriebe vorne. Keine Ahnung. Noch so ein Haken. Was haben wir denn hier? Das kommt irgendwo dran. Das ist nur noch die Frage, wo. Ach nee. Ich glaube, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist die Lenkstange. Ah. Okay. Und zwar jetzt hoffe ich, dass ich richtig liege. Haben wir hier. Versuch's mal irgendwie ins Licht zu halten, damit ihr es sehen könnt. Und wir holen uns mal die Pinzette. So. Und zwar machen wir es so rum. Haben wir hier oben, jetzt muss ich selber gucken. Hier so. Da ist so ein Loch. Und da kommt die Gelenkstange rein. Wo ist das jetzt abgekommen? Oh, das ist da vorne raus. Hm. Okay, da werden wir wohl noch ein bisschen was nachkleben müssen, weil das abgeht. Warum auch immer. Aber das können wir dann nochmal machen in Ruhe. Dann haben wir nämlich alles dran. So, ja, das waren 1, 2, 3 Teile. Juhu, habe ich nicht gerade vier gesagt? Eine Menge. Auf jeden Fall jede Menge Kleinteile wieder. So, jetzt gucken wir noch mal. Nein, hier liegt nichts mehr. Okay. So, das heißt, wir brauchen ihn hier. Und dann müssen wir mal gucken, wie der ganze Spaß jetzt hier vonstatten geht. Also. Den müssen wir jetzt hier mal rausziehen. So, dann machen wir ab. Das kommt an die Seite, das ist unsere Lenkstange. Da vorne müssen wir nochmal was abknipsen. Das ist nämlich nicht sauber. Bin ich jetzt weg? Ach, da. So. Einmal. So. Daran kommt dann dieses Teil. Aber wo kommt das andere? Ich glaube, das andere... Ah, nein. Das andere, das dürfte vielleicht sogar das Lenkrad sein. Das gucken wir uns gleich mal an. So, zu uns. Das einmal raus. Hoffentlich bricht das nicht ab. Das ist doch ziemlich klein. Nee, passt. Okay.
mal gucken, ob das auch richtig rum ist. Jetzt habe ich mir natürlich das ganze Werkzeug wieder da drauf gelegt, wo ich es nicht brauche. Und okay, es ist auch genau falsch rum. Oh nein. Okay, also das muss so rum und das muss so rum. Ich hoffe, ich kriege den jetzt da drauf wieder. Jetzt ist er aber drauf. Ich muss den nur noch hochdrehen. Und jetzt wird es interessant. Also ich habe keine Ahnung, wo das da jetzt rein soll. Da. Was ist das? Okay, also, nehmen wir den erstmal hier rein. Den dahin. Ja, super, cool. Da haben wir die Lenkachse. Also, die Lenkachse. Und dann natürlich für die Steuerung, die Lenkung jetzt dran. Das sieht sehr gut aus. Da müssen wir noch mal was nachkleben, aber das können wir auch noch mal machen. So, jetzt brauchen wir noch die Schere, weil da komme ich so nicht dran und dann müssen wir das Teil mal identifizieren. Ich habe echt keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte, aber könnte ist ja auch keine vernünftige Aussage, ne? Die erkennen könnte. So, jetzt müsst ihr mal warten. Ich muss mal meinen Engel zu Rate ziehen. Hier gibt es ein D und ein B und ein C, aber nichts mit E. Ah, ich jetzt weiß ich weiß, wo er hinkommt. Jetzt passt das. Okay. Das ist dieses verlorene Teil, was hier unten drunter muss, vorne. Das muss dahin. Und zwar auf die Unterseite. Hier unten haben wir nämlich noch so einen Knöppel. Oh, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir es nicht kaputt machen. Noch mal ein bisschen was wegmachen. Doch, da oben ist ein E91. Ja, genau. Das habe ich auch gelesen. So,
So, jetzt habt ihr meinen Engel natürlich auch gehört im Hintergrund. Ein bisschen. Aber das ist voll und ganz normal. Autogrammkarten auf Anfrage. Falls es nicht angekommen sein sollte. Autogrammkarten auf Anfrage. Warum geht der nicht dran? Spitzzange noch mal einmal nachnehmen. Ja, das ist die falsche. So. Ja, ihr seht es jetzt. Hier hat sich jetzt ein bisschen was verschoben, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das werde ich noch definitiv wieder wegmachen. Da muss man jetzt mal gucken, dass wir das hier wieder dran kriegen. Oh, hat sich das gelöst, weil die Stifte halt ziemlich kurz sind, um die Bank zu befestigen, werde ich die, denke ich mal, mit doppelseitigem Klebeband festmachen. Das ist ein bisschen einfacher, nicht doppelseitig Klebeband, sondern mit Sekundenkleber. Habe ich mir auch schon hier hingelegt, werde ich aber dann machen, wenn wir den Schlepper dann soweit zusammen haben. So, hier war noch ein Teil, wo ist denn das? Da. Das werden wir dann, das ist gerade ja auch schon abgefallen, das machen wir jetzt auch nochmal hier wieder dran. So. Warum auch immer das abgeht, ich verstehe es nicht. Aber das war's dann auch schon. Wir sind fertig. Haben wir jetzt hier drei Teile dran gemacht. Einmal hier unten, einmal hier. Die Verstrebung für die Lenkung. Alles da. Und dann kommen wir jetzt zum Endspurt. Das, was eigentlich dann nur noch heißt, wir müssen noch oben hier die Lenkung draufsetzen. Motorhaube kommt nachher noch drauf. Hinten für die Anbaugeräte kommt noch was dran. Oh, dass wir auch Anbaugeräte hier dran setzen können. Da kommt noch eine Verstrebung dran. Da muss ich aber dazu sagen, da müssen wir noch auf ein paar Teile warten, die mir leider ja kaputt gegangen sind, wie zum Beispiel hier vorne in der Mitte die Gangschaltung. Die ist so hauchdünn, selbst mit einer Pinzette kriegt man die da so nicht rein. Also da werde ich mir noch was überlegen müssen, wie ich die dann dort reinbekomme. Ich habe noch keine Ahnung, aber vielleicht überlasse ich das auch meinem Engel, welche sich da befinden. Unbekannterweise, und ja, dann müssen wir noch, was müssen wir denn noch machen? Ja, dann sind wir ein, zwei Teile und dann haben wir es auch, und dann sind wir komplett, ja, Aufkleber dann noch. Gucken wir noch mal kurz rein. Wir haben eigentlich dann alles, ja genau, hinten die Aufhängung kommt dann noch, ne, damit man auch was festmachen kann. Da kommt dann halt auch das komplette, die Dreipunktaufnahme noch dran. Und dann ist es echt nicht mehr viel. Also Motorhaube noch verzieren. Mit den ganzen Decals, Motorhaube dran. Dann kann man die aufklappen. Decals noch oben drauf, hier. Und dann sind wir fertig. Dann ist das Teil geschafft. Ja, und natürlich hinten die Decals noch drauf, ne? Für die Bremsen, für
das Nummernschild, vorne das Nummernschild noch dran. Dann haben wir alles tutti completo. Dann ist es fast geschafft. Wir haben nur noch 3 Tage. 3 Tage. Dann ist es soweit. Dann ist Bescherung und dann darf der kleine D30 auch unter dem Weihnachtsbaum. Oder machen wir halt ein modernes Krippenspiel mit dem Traktor. Fände ich, glaube ich, ganz lustig. Mal gucken, was wir uns da... Da kommen die Heiligen Drei Könige auf dem Schlepper. Dann bauen wir hinten noch einen Hänger und dann machen wir den Hänger dran und dann kommen die mit dem Trecker reingefahren. Mit dem kleinen Schlepper. Mit dem D30. Das wäre doch mal... Jo. Mal gucken, was wir uns fürs nächste Jahr einfallen lassen. Vielleicht kommen sie dann mit dem Düsenjet so angeschossen. Schauen wir mal. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch schöne Weihnachtstage. Also bis zu Weihnachten natürlich. Vorweihnachtstage, so heißt es. Ich kam die ganze Zeit nicht drauf und keiner von euch hat sich gemeldet, dass das Vorweihnachtstage sind. Jetzt. Ja, so ist es. Von daher. Euer Kolke. Ciao.